Auf die Kfz, ich sage es mal, 61,5 Millionen Kfz sind in Deutschland zugelassen. Über 61 Millionen Fahrzeuge. Und ich habe das Gefühl, alle suchen in meiner Straße nach einem Parkplatz. Ja. Immer. Es ist natürlich wirklich bitter, wer in den größeren Städten wohnt, findet eigentlich keinen Parkplatz zu bestimmten Uhrzeiten. Und dann parkt man natürlich auch mal da, wo es eigentlich nicht so richtig erlaubt ist. Ja, aber so, man wird doch wohl mit so einem kleinen Wagen noch so vertikal auf den Bordstein drauf fahren dürfen, oder nicht? Das ist eine Frage, die wir klären mit Alexander Holt. Die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes ist unterwegs. Wer eine Parkscheibe hat, darf hier maximal eine Stunde parken. Wer dagegen verstößt, bekommt eine Strafe. Diskutieren hilft da meist nicht, auch wenn man sich selbst im Recht sieht. Hallo? Hallo? Haben Sie gerade eben Ihre Parkscheibe nachgedreht? Ja, ist das einfach verboten? Ja, sicher. Darf ich die Parkscheibe nachdrehen? Wo eine Parkscheibe vorgeschrieben ist, darf man erstens nur so lange parken, wie es auf dem Zusatzschild angegeben ist und zweitens nur, wenn man die Parkscheibe auf die nächste volle halbe Stunde nach der Ankunft einstellt. Wer die Ankunftszeit nachträglich weiterdreht, hat nicht mehr die ursprüngliche Ankunftszeit eingestellt und parkt daher unerlaubt. Das kostet dann mindestens 10 Euro, ab 30 Minuten 15 Euro, bei über einer Stunde 20 und ab 3 Stunden 30 Euro. Die Suche nach einem Parkplatz mitten in der Stadt dauert mal wieder länger. Alle Plätze sind belegt und auch nach 5 Ehrenrunden um den Block ist einfach kein freier Platz zu finden. Es reicht, der Gehweg ist ja schließlich breit genug. Behindert werden an dieser Stelle weder der Verkehr noch die Fußgänger. Sagen Sie, wollen Sie jetzt hier stehen bleiben? Entschuldigung, aber alle Parkplätze hier in der Umgebung sind voll. Der Gehweg hier ist doch breit genug. Sie können nicht einfach hier stehen bleiben. Darf ich auf dem Bürgersteig parken, wenn die Straße blockiert ist? Verständlich ist es ja, dass man irgendwann keine Lust mehr hat, wenn man stundenlang einen leeren Platz gesucht hat. Aber ein Gehweg wird doch nicht dadurch zum Parkplatz, dass die echten Parkplätze alle belegt sind. Auch dann nicht, wenn der Gehweg breit genug ist. Wo nicht ein Schild das Parken auf dem Gehweg ausdrücklich erlaubt, ist es daher unerlaubt. Und kostet daher 20 Euro. Länger als eine Stunde ist sogar 30 Euro und mit Behinderung auch 30 Euro. Und so breit, dass ein parkendes Auto zwei sich begegnende Kinderwagen nicht behindern würde, ist kaum ein Gehweg. Lieferanten haben es oft eilig. Der Parkplatz ist nicht gerade optimal, scheint aber rechtlich einwandfrei. Der Abstand zum Bordstein ist zwar etwas groß, aber in ein paar Minuten will er ja eh schon wieder weg sein. Zu dumm, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht aufpassen. Und schon ist es geschehen. Im Transporter ist eine Delle. Doch wer hat jetzt Schuld? Die Schramme hier, die haben Sie gerade reingefahren. Na, ich hoffe, Sie sind gut versichert. Ihr Auto ragt viel zu weit in die Straße. Da haben Sie ja wohl eine Teilschuld. Wer haftet, wenn ein Auto beschädigt wird, weil es zu weit in die Straße ragt? In erster Linie haftet natürlich immer der Fahrer des Autos, das in Bewegung war. Denn logischerweise muss jeder Fahrer so fahren, dass er innerhalb seiner Sichtweite anhalten kann. Und wo nicht genug Platz ist, um unfallfrei durchzukommen, darf er eben gar nicht weiterfahren. Aber wer glaubt, ein Falschparker sei damit aus dem Schneider, der irrt. Denn das Parken ist schließlich verboten an engen und unübersichtlichen Straßenstellen. Wer trotzdem dort parkt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern dem weisen die Gerichte regelmäßig eine Teilschuld und eine Mithaftung von 20 bis 30% des gesamten Schadens zu.